Ja, hallo zusammen. Mitten aus dem Kriegsgebiet berichten wir euch. Und zwar wollen wir jetzt ja... Mann! Oh, Mann! Und voll im Gefecht. Ja. Okay. Herzlich willkommen im Gefecht. Pass auf, Leute. Kommst du her, Kaffeeonkel? Es ist gut bei Fuß. Kommst du her? Wir starten jetzt einfach die Mission und reden dann. Genau. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Oh. Oh. Mit Video. In schwarze sozusagen. Ja, ein schwarzes Video. Im Dunkeln. Das ist ein dunkles Video. Ich hätte jetzt ein meine, sogenannter Black Screen. Nee, ich hätte jetzt beinahe was anderes gesagt, weil manchmal muss ich mich zurückhalten. Okay. Ich hinterfrage das mal. Nein, nicht. Solltest du auch nicht. Da laufen Typen rum. Hm? Immer noch. Ich glaube, das sind die von eben, ne? Also wir sind in Destiny 2 überhaupt. Willkommen. Das mal so zu erwähnen. Man könnte auch sagen, Fratzengeballer. Scheiße, der mit seinem Schutzschild geht mir voll auf die Nüsse, ne? So, Schutzschild ist schon mal gewesen. Ja. Da ist noch eng so eine... Da links irgendwo kommt auch Fratzengeballer her. Ah, so langsam habe ich das auch drauf mit der Steuerung. Aua, aua, aua. Was seid ihr? Alter, da oben. Der eine ist... Da ist noch einer. So, ist auch weg. Die machen aber ganz schön... Aua. Ja, die Nummer 3 ist auch weg. Der ist auch weg. So. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Achso, da. Geradeaus würde ich sagen. Der Pfeil zeigt mal, ich glaube, hier lang. Ja. 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 So, Ladies and Gentlemen, wir bewegen uns in den dunklen Abgründen. Immer den Pathfinder hinterher, oder wie war das? Und das sind die zwei, ja. Hey, Dev, ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit ja, schön, würde ich auch keinen sitzen. Wo ist der Signalverstärker? Ja, du sitzt da oben und wir machen die Arbeit, ne? So ja, so, ja, so wie sie das auch da macht, so quasi. Das kann ich auch. Ich weiß, da oben sitzen wir in die Aussicht gewesen. Von da sind wir gekommen, ne? Nee. Wir müssen hier lang, das ist schon richtig. Diese Richtung? Ich hänge. Endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist müssen wir gemacht da hoch? Und du hältst es mir immer noch vor. Was seid ihr? Oh, das war mehr als nur ein. Hä? Ja, das ist eine gute Frage. Normal hätte ich gesagt, wir müssten da oben irgendwie hoch, aber... Ja, ja. Nee, ich bin hier weiter, und hier waren weiter. Wir nicht. Und hier ist das Salzwerk, hier müssen wir auch hin. Wo ist er denn? Ach, da. Ach, da! Und das sah im ersten Moment so aus, als wären wir da schon gewesen. Doch, ganz anders. Ich hab ja gesagt, dass wir hier nicht sind. Gewesen sind. Cis. Auch wenn ich alt bin und keinen Orientierungssinn habe. Aber bei Fuß sagen kann ich. Was? Wo? Wer? Warum? Der rannte gerade eben direkt auf mich zu und wollte mich erstechen, die Sau. Ah, oh, das sieht ja schon mal mies aus hier. Ja, ne? Ja, da lungern sie auch schon rum. Huch, falsche Taste. Na, komm her. Was willst du hier? Komm. Und nochmal. So, ich lehne mich da mal zurück, ne? Kaffee-Onkel, Mama. Bisschen schneller, bitte. Er ist der Pro-Gamer, eindeutig. Einmal, zweimal. So. Arschloch. Manu, lass mir doch mal einen über. Nur einen. Na, hier unten steht noch einer. Willst du einen haben? Da stehen sogar noch zwei. Jetzt ist noch einer. Nee, der ist weg. Ja. Zach, seid ihr auch schon da? Alter, falls du glaubst, dass du es alleine gemacht hast, mein Freund, ne? Nein. Das glaube ich nicht. Wie war das mit dem Friendly Fire? Kann man das nicht irgendwo aktivieren? Das nennt man flankieren. Flankieren, verstehst du? Müssen wir hin? Ja. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich kann ja mal nachladen. Du meinst, das hilft so uns, tun. Du meinst, das hilft uns so bei tun, der Wegfindung, ja? Als hätte ich guck mal, Munition irgendwie. Keine gute Idee, wenn man angegriffen wird gerade, ne? Ah, da habt ihr mich den Arsch gerettet. Zum oberen Teil der Minen bringen. Ah, da. Aufzug, okay. Das war Expressaufzug. Neues Ziel. Wir müssen auf anderem Weg rauf zu Hawthorne. Ach.
Das dachte ich mir schon irgendwie. Dass der nicht mehr funktioniert, ist ja mal klar. Wir müssen aber nach oben, ne? Ne, ich glaube hier, ne? Oder? Nee, ja. Was? Wo? Was? Also ich bin der Meinung, wir sind hier richtig. Vorsicht, ich warte die Gefallenen sind ausgezeichnete Pünktler. Vertraut doch dem Pathfinder. Die werden um alles kämpfen, okay. Wenn sie ihre schmierigen Krallen bekommen. Na gut. Wieso ist das jetzt offen? Ich weiß gar nicht, weil ich das aufgemacht habe, aber mein Bild steht schon wieder. Das macht mir viel mehr Angst. Nee. Ja, warte. So mitten in der Mission ist jetzt mal doof, ne? Bisschen. Ja, also, du bist weg. Toof. Okay. Toof, ja. Richtig toof. Aber toppeltoof. Jetzt macht mir aber hier gar nichts mehr. Der Lump. Doomcloud ist weg, steht bei mir auch unten links der Lavi da. Ja, bei mir auch. So, jetzt hat er den auch geschlossen. Eben wollte er nicht mal mehr eine Maus oder was nehmen. Das war ein bisschen komisch. Gut, dann gehen wir aber auch raus, weil das müssen wir zusammen machen, weil... Macht keinen Sinn. Im Grundsatz ist es halt einfach so, dass dafür gibt es einen Fähigkeitspunkt. Ne? Also, das muss man auch mal so sehen. Ja, absolut. Ja, für das hier, das ist doch die große Mission. Das ist ja wieder ein Teil der Mission, in der wir gerade unterwegs ja, sind. Ja, okay, nee, das stimmt dann schon. Ja, ja, ja. Also, dann würde ich sagen, gehen wir raus und starten die Mission neu. Ihr Lieben, wir werden jetzt hier mal kurz unterbrechen. Wenn wir wieder hier sind, werden wir das Spiel dann wieder weiterhin aufnehmen, okay? Ich sag dir mal, bis gleich dann sozusagen. Bis gleich. No, ciao. Willkommen zurück, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind wieder hier und das Spiel war gar nicht so blöd. Es hat uns eigentlich ganz in der Nähe starten lassen. Fand ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Doomcloud ist so gut für das Spiel. Ja. Das Spiel schmeißt ihn immer raus. Das ist ein klassisch Blizzard, ne? Irgendwie, ich hab da mal eine Weile gespielt, da war das auch immer so. Der hat so ziemlich genau erkannt, dass er der Gegenspieler immer gesucht hat, die ich weiß nicht, ganz ausgewogen war das immer. Also man hatte immer ein gutes Gefühl, dass man regelmäßig mal gewinnt. Man ist nicht immer nur verreckt. Also wenn du nicht so gut warst, hast du immer schlechte Spieler als Gegenspieler gekriegt und wenn du gut warst, eben gute. Und der wird hier auch ganz eindeutig erkennen, ich bin einfach unterfordert. Ja, du bist ein Pro-Gamer. Guck mal, Kaffee-Onkel rennt da vorne rum, ne? Ne, wir halten uns ja hier dezent so ein bisschen zurück irgendwie, dass er... Ja, da hat er gleich mal einen Schutzschild. Das sind wir mal dezentes Maul zu voll genommen. So, Scharfschützengewehr hilft. Granate verschwendet, du warst schneller mit deinem Scharfschützengewehr. Wenn das nicht so gewesen wäre, würde ich das ziemlich bitter finden. So. Hier lang. Ja, würde ich auch sagen. Dadurch, oder? Die haben aber auch nichts fallen lassen, irgendwie, ne? Nee, gar nicht. Drecksäcke, ganze Arbeit umsonst. Oh. Wohin? Ja, gute Frage. Ziel wird in diese Richtung angezeigt. Hier lang? Ja, macht Sinn. Nee, wo seid ihr? Da oben, achso, da kommt ihr, ne? Da. Wir sind die Nachzügler, die Nachhut. Wiedereinstieg eingeschränkt. Juhu! Sehr schön. Yay. Also jetzt darf man die Mühle aber nicht verrecken hier. Das wäre doof. Das wäre dezent etwas... Bisschen? Ungeschickt. Oh, guck mal, der Kaffeeonkel, der kann auch das mit dem Rot... Der einfach rennen und dann... Dies ist auch Scharfschützengewehr. Todeszonengewehr, Powerwaffe. Okay, warte mal. Ich guck mal gerade. Wo ist denn das Ding? Achso, warte. Ich krieg auf die Fresse. Okay, ist gut. Ist gut. Ist gut. Alter. Hier kann man sich nicht mal ausrüsten in Ruhe. So. Gut. Nö, nicht gut. Da sind noch ein paar mehr unterwegs. Ja. Oh, der ist... Na, komm her. Das ist ein Nest, oder was? Ja, definitiv. Ja, nicht nur eins, glaube ich. Lade nach. Ist eine Idee, kann ich auch mal machen. Oh ja. So. Kann ich jetzt mal das Gewehr da ausrüsten, das neue? Ich würde mir das auch gerne mal angucken. Was war das? Powergewehr. Todeszonen ist 67 Schaden. Wie heißt denn das Ding? Todeszonengewehr?
Todeszonen gebannt. Oder hast du es nicht aufgesammelt? Doch, doch, ich hab's ja gekriegt. Ich weiß gar nicht, warum ich das kriegte, aber ich glaube, das ist. Also es schlägt mein Scharfschützengewehr um ein bisschen. Mein Feuer. Ich glaube, das ist. Nee. Ja, so ein bisschen irgendwie. Ja, ja, ich sag halt nicht viel. Reichweite. Also Reichweite wäre jetzt, ich hab da eine Schrotflinte, also Reichweite ist natürlich. Ja, ist klar. Oh, nee, wir kriegen nicht alle die gleiche Waffe. Ich hab keine Muni dafür! Verdammt! Ich hab einen fetten Raketenwerfer und keine Muni. Scheiße! Wo, was, wie, wer, meine warum? Meine Tastatur hat gerade ein bisschen rumgespannt, ich bin hier runtergefallen. Ich hoffe, das geht irgendwie klar. Ja, ich glaube, wir müssen eh da runter. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass sie da runterfallen. So, ich muss jetzt kurz die Waffe wieder wechseln, weil ich habe keine Muni für das Scheißteil. Verdammt. Verflucht. Ja, wir kriegen nicht immer dieselben Waffen, ne? Scheinbar nicht. Glaube ich. Wer bestimmt? Je nach Charakter, glaube ich, geht es. Alter. Wo ist denn das hier? Da wollte ich nicht hin. Wo bist du denn? Alter. Runter ist er. Alter, ja, mitten rein halt, wie immer. Was denn sonst? Was denn sonst? Stirb! Ja, du Scheißdrohne, komm! Alter! Alter, sieht wo aber seid ihr? Sieht aber, also jetzt, sieht aber auch runter, ja. Sehr geil aus, oder? Ja, absolut. Ja. Hammer. Keine Muni. Nein, schon wieder runtergefallen. Ey, leck mich am Arsch. Oder bist du aber mit? Boah, ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Hab ich wohl gesehen. Aber ich kann dich gerade nicht retten, weil da noch Gegner sind. Ja. Ich lieg halt mal so lange hier rum. Dankeschön. Ja, okay, das geht, okay, alles klar. Und hier kannst du wahrscheinlich nicht selber wieder, ne? Nee, du kannst nur gerettet werden hier. Sieht so aus, ja. Da hab ich doch gerade. Ach ja, okay, ein Symbol. Oh oh. Wo ist denn hier? Müssen wir da durch irgendwie? Und ja, hier, wo die Türe okay. ist. Ja. Es wird dich freuen so. Zu hören, dass die Gefahr oh, oh. die Mine zu verlassen. Oh, Laser. Ganz viele Laser. Warte mal, probier mal was. Entfernung, bleib schön weg. Okay, sehr gut. Ein paar haben wir ausgeschalten. Kleines Feuerwerk, was? Sind sie fast alle weg jetzt? Nee, wo ist denn der? Da oben. Aua! Du hast aber auch geschrien, mein Freund. Ja, Hatsch. Stimmt, der hat da ganz schön rumgeschrien. Ganz schön Mimimi gemacht. Ja. Ja, dabei ist es doch ein Tank oder sowas. Wobei, so unterschiedlich sind die gar nicht. Also jetzt vom was die aushalten, meine ich. Ja, aber die Skillung die ist schon anders, ne? Also Skillung ist anders, klar, die Fähigkeiten. Und die spielen sie auch anders, weil ich mit meinem Jäger bin jetzt nicht so, dass ich großartig Schaden einstecken kann. Aber dafür bin ich halt schnell, also. Ja. Und ich glaube, die Messerattacke war ziemlich geil. Ja. Die ist fett. Die hat mir richtig gut gefallen. Das sieht doch nach einer Falle aus, oder? Ja, finde ich auch. Geh mal hier oben rum. Dann laden wir doch mal nach. Ich glaube, ich sollte mal die andere Waffe ausrüsten. Ihr seid gut. Fast so gut wie Louis. Was heißt ja fast so gut wie Louis? Wer ist zum Teufel Louis? Und wer ist Louis überhaupt? Keine Emotion. Ich glaube, ich bin. Wo seid ihr? Wir sind auf dem Weg, sozusagen darüber. Ach, da seid ihr. Okay. So. Aufzug rufen? Ich gehe mal in Deckung. Ah, da. Ich gehe mal in Deckung, vorsichtshalber. So rein, vorsichtshalber. Der Aufzug funktioniert nicht. Ja, war klar. War ja klar. Da kommt was von hinten. Und die Gefallenen sind sauer. Kann man jetzt auch nicht viel gegen tun. Ich räum mal auf. So ein bisschen. Alter! Immun. Wo sind die überall? Überall! Komm her! Nochmal drauf! So! Granate.
Aua! Das tat weh! Nochmal drauf, komm. Schön, dass wir nochmal nachgeladen mussten. Ja. Autsch. Da oben ist das komische Auge, oder was? Schau! Das ist schon down. Nee, das Auge ist da oben. Da ist nochmal eins. Oder da ist noch eins. Da ist noch eins. Ja. Ja, guten Tag! Alter. So, ich hab die andere Waffe, die taugt jetzt hier. Alter! Willst du mich verarschen? Nachladen. So. Mein Auge ist mit damit durch. Rumsch, das war eine Explosion hier. Ja. Tobt ja auch noch genug anderes rum, habe ich hier so einen Eindruck. Da oben irgendwo, jo. Und dann noch so ein robuster geächteter. Komm her, komm her. Aua, aua, aua. Doch nicht robust genug. Ich muss hier weg. Arschloch, wo bist du? Wo bist du, Arschloch? Da hättest noch so ein Auge, ne? Hier, komm her. Ciao. So. Na komm. Oh. Der hat mich im Auge. Jetzt nicht mehr. So. Noch wer? Da hinten hat's noch ein paar. Da ist wieder ein Auge dabei, oder? Jo. Ja. Ja, ja, und ja, ja. Gelbes auch noch, ne? Wo, 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 wo? Da hinten? Ist ein gelbes Alter! Auge. Alter! Da ist ein gelbes Auge, das ganz gut Aua macht. Und mich auch gerade ganz lieb unter Befeuerung hat, Scheißkerl. Komm schon, stopp! Lade nach! Alter! Wo sind die alle? Von hinten. Willst du mich verarschen? Ach, der schützt ja auch noch diese Schweber da irgendwie, ne? Warte mal, ich hab doch die Energiewaffe, ob die da mehr bringt? Ja, bringt sie die. Macht ihm zumindest guten Aua. Na, wo ist er? Sack. Lade nach. Stimmt, die macht viel mehr Aua. Viel mehr Aua als diese Munitionsdinger, die ganz normalen. Alter! Aua, aua, aua! So, der müsste gleich durch sein. Der ist durch. Da hinten ist auch noch irgendwo was. Es hat geklappt. Den Servitor zu erledigen hat den Strom wieder angestellt. Na, das ist schön. Schön. Vielleicht bekomme ich dann ja irgendwann meinen Verstärker. Oh. Alter! Lauf du mir mal über den Weg, du Schlampe! Aber echt! Was für Sprüche! Alter! Mann! Da riskierst du hier dein Leben, ja? Und da kriegst du so einen Spruch gedrückt, ne? Also echt. Das ist nicht nett. Nee, wahrlich nicht. Ist das schlimmer wie meine Ex? Was ist? Ist das schlimmer wie meine Ex? Ich kenne deine Ex nicht, aber... Das macht nichts. Das hab ich mir fast gedacht. Ja, da hat der Kapo-Onkel auch täglich sein Leben riskiert. So ungefähr. So, Jungs, ich bin auch gleich da. Ich hab nur noch mal nach einer Kiste oder so geguckt. Also der alte Mann ist auch gleich da. Da sagst du überhaupt was. Ich glaube, ich habe sogar direkt irgendwas nicht doch gefunden. Oder nicht? Da kommt noch ein Auge, ich hatte ne? ein paar Stiefel gefunden. Da kommt noch ein Auge da hinten. Eine Schrotflinte. Ohohoho. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Jetzt komme ich auf einmal... Oh, oh, haha. Sagst du, dass sich das nicht lohnt? Ich traue dem Braten noch nicht. Nur Hauptsache, der Aufzug fällt jetzt nicht runter. Da oben... Alter, wir kriegen es gerade von oben, ne? Ist auch schön. Alter! Da gibt's viele oben. Ja. Yep. Da gibt's viele oben. Alter. Also geht's noch? Vielleicht aber richtig Schaden macht die nicht. Geht's noch? War's jetzt die Energiewaffe? Ja, die ist also der. Also gegen Schutzschilde ist sie sehr effektiv, aber sonst. Ja, genau. Aber ansonsten überhaupt nicht. Sonst hast du echt das Gefühl, du hast gar nicht auf. Ja. Ja gut, es kommt auch auf die Entfernung an und so, ne? Ja, die waren ja nur wirklich nah. Ja. Kann man nicht anders sagen. Alter. Oh, Freund, wir sind aus der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Ja, aber wie das aussieht. Dann können wir das Kommunikationsnetz. Alter. Das sieht so geil aus von hier. Leute, schaut euch das mal kurz an. Ich hab. Oh, cool. Alter. Schickimicki-Hüter.
Das was? Wohl das Netteste, was ich jemals aus Urayas sie hat, habe. Hat die gerade eben Schickimicki-Hüter gesagt? Ja, hat sie. Ich sag ja Schlampe. Ich glaube, ich muss mich mit der mal unterhalten. Sie hat gesagt, ein Schickimicki-Hüter. Ich spreche da jetzt nicht. Wenn ich will von euch sie meinen. Sie kann eigentlich nur unseren Programmer meinen, oder? Ich bin das nicht. Oh, hier kommt ein Video. Nee, hier kommt Schwarz. Ah, jetzt. Sieht so geil aus. Ja. Da müssen wir hin. Da ist sie ja, Schlampe. Da schuldet Luis mir wohl Geld. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe. Ist das der Krempel, den ich jetzt an Rüstung habe, was ich das mir da angezeigt habe? Da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Okay. Seid stark. Hüter, okay. Die Stadt ist Zavala lebt noch, wenn wir jetzt aufbrechen. Keiner geht nach Titan. Hast du hier irgendwas zu sagen? Auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Ja. Da ist was dran. Ein bisschen jedenfalls. Horford, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Ach, das hat sie morgen wieder vergessen. Naja. Ja. Morgen gibt's Pralinen und Blumen, dann passt das. Ja, ach, genau. Bring mir mit. Vom Titan. Titanblumen. Ja. Okay, schwarzer Bildschirm bei euch auch. Ja. Oh. Eine Sequenz. So, es geht weiter. Oh, jetzt eine Filmsequenz. Oh. Die sind immer mies. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Ich weiß, es sind drei. Macht über den Reisenden. Mindestens. Ja, er ist schlecht informiert. Schlechter Geheimdienst. Erkläre es mir. Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Darf ich dem eine Kugel in den Kopf jagen? Die Gelegenheit kriegst du bestimmt noch. Bestimmt. Woher kann ich die Synchronstimme von diesem Sprecher? Keine Ahnung. Die kommt mir sehr bekannt vor, die kenne ich woher. Ich komme nur nicht auf den Namen, komme ich nicht, von dem Schauspieler. Ich versuche das gar nicht, ich bin alt. Also ich habe das Bild auch vor Augen, aber Namen sind Schall und Rauch. Ja, und ich finde jetzt an dieser Stelle
könnten wir eigentlich. Das ist ein super Zeitpunkt, ne? Ja, eigentlich schon. Absolut, ne? Absolut. Ja. Wir gucken also, nochmal, wo sie jetzt hinfliegen, eben kurz, würde ich sagen. Titan. Wir chatten da mal kurz hin. Wir sind schon da, also ich bin da. Du bist immer der Schnellste. Ja. Ja, genau, wir fliegen hinterher. Er ist ja auch der Anführer hier. Ja, das ist, einer ist noch da, der Doomtor. Titan, neue Welt. Ja, genau. Und mit dieser Meilensteine aktualisiert, drücke und halte Tab, jetzt nicht. Ja, würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt, hier eine Pause einzulegen. Genau, das machen wir auch. Das ist ein richtig prima Zeitpunkt. Höher kann er... Ja, absolut. Dass wir, oh, der Gegner ist geschwächt. Wir sind aber noch auf der Erde, ne? Also das muss ja, genau. Sein. So, wen muss ich denn da wiederbeleben jetzt schon? Ach, da hinten einer von den Leuten, die ich nicht mehr... Ich mal Sinn, dass wir Zavala beim nächsten Mal irgendwie finden und befreien und retten. Und dann geht's auch weiter. Das sah geil aus. Die Aufnahme musst du dir bei mir angucken. Ich habe das genau aufgenommen, wie du auf der Granate standst und dann losgehüpft bist. Das sah cool aus. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ganz genau, wenn es heißt, die drei gegen den Scheißkerl. Bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.